Hi und wieder einmal herzlich willkommen hier zurück bei uns auf unserem Kanal. Anal. Oh, Anal. Nicht Anal. Kanal. Herzlich willkommen hier zurück bei uns auf unserem Kanal Anders quer um die Welt. Hi. Wie ihr ja vielleicht momentan mitbekommen habt, haben wir diese Experimentreihe bei uns hier angefangen mit den omnivoren Essen. Und das ist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Video, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist es jetzt der 25. Dezember sozusagen. Und da werden wir nach unserer besten Freundins Mama hingehen und dort ein Weihnachtsessen zusammen haben und den Abend danach noch bei unserer besten Freundin verbringen und Dirty Dancing gucken und sowas und Essen bestellen und weiß nicht was. Also, falls ihr Bock darauf habt, bleibt dran. Und wie immer bitte nicht daran stören, dass die Bildqualität bis zu dem Datum immer noch nicht so gut gewesen ist. Also, ab zum Video und tschüss. Hi und willkommen zurück hier bei uns auf unserem Kanal. Ich bin gerade aufgestanden und es fällt mir von Tag zu Tag schwerer, irgendwie aufzustehen und ich kriege Augenringe, vielleicht seht ihr das auch gerade. Und meine Stimme wird schleimiger und also gerade geht es mir irgendwie wirklich echt gar nicht so gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte irgendwie immer weiter pennen, immer weiter schlafen. Und ja, ist irgendwie nicht so cool. So, gehen wir mal gucken, was der Ahmed macht. Opa ist ja auch da. Da ist der Vater. Hi, na? Ich mach Spieli. Wie geht's dir? Ich bin voll müde. Bist du auch so müde? Ja, ich bin schlapp. Ich bin nicht müde, aber ich bin schlapp. Ich habe genug geschlafen. Ich habe 7,5 Stunden geschlafen. Ich war noch ein bisschen wach nach dir. Ich bin so richtig müde, Mann. Ohne Scheiß. Aber ich bin voll schlapp. Mein Kopf ist so, als ob jemand so meinen Kopf von oben nach unten hat. Ja. Ist einfach wegen dem Essen, weil man über die Nacht voll viel zu verarbeiten hat die ganze Zeit. Nee, ich glaube auch. Jetzt gleich geht's auf jeden Fall weiter für uns. Jetzt wird gefrühstückt und danach fahren wir nach unserer besten Freundin hin und zu ihrer Mama. Ihre Schwester und so ist dann auch noch da. Und da gibt es dann gleich auch wieder ein schönes Weihnachtsessen. Was ist das jetzt alles ganz genau, was da drin ist? Zwiebeln. Ja, super. Mettwürstchen. Gut. Speck. Also Rouladen, ne? Rouladen, Schweine-Rouladen, nein, Rinder-Rouladen. Ist das jetzt wie so ein Sud? Von der Soße vom Sud? Okay. Ja, raus wird die Soße. Boah, Alter, für mich ist das ein Geruch des Todes. Ich hab's auf meinem Teller, Mama. Was haben Sie denn da? Leckere Roulade. Mit einer dicken Speckschwarte und einer schönen Mettwurst. Lecker. Yummy. Ein Rotkohl. Komm mal zwischen euch eben. Das ist mir ein bisschen gesund. Damit es auch nicht zu gesund wird. Damit es nicht auffällt, ne? Ja. Zeig mal, was ist gesund. Das da? Meinst du? Die sind schon totgekocht. Gilt als Gemüse. Einzelne. Hier ist Omid. Danke. Der hat die Rouladen gemacht. Alles andere habe ich gemacht. Schnitzel. Ah, nee, noch nicht. Esel Omid. Schnitzel habe ich gemacht. Schnitzel gehen an Chantal. Guten Appetit. Und der hat auch so. Amy. Amy, komm mal da, Mäuschen. Komm mal, Amy. Amy, hallo. Hallo. Na, du leuchtest. Du leuchtender, du. Hallo, ihr macht mich dreckig. Ist scheißegal. Oh. Ja, hallo! Wir sind jetzt zu Papa, ne? Oh. Hallo! Emi! Ja, juhu! Alt geworden, ja, mach mich dreckig! Jetzt gerade gibt es einen schönen Kaffee und hier ist auch was drin gewesen, Schatzi? Eierlikör. Milch. Das Eierlikör! Selbst gemacht. Kristallzucker. Voll lecker. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit die Marken da drauf. Eierlikör von Ja. Nein! Ey!
ist aber eine Beleidigung für meinen Alten. Das stimmt allerdings, da hast du recht. Hallo, mein Engel. Hallo, Schatz. Na, wie geht's dir? Gut, wenn ich dich sehe, geht's mir immer gut. Du bist ja sie. Ja, heute schon. Heute? Ja, normalerweise bin ich nicht so süß. Ausnahmsweise nur. Da bin ich eher sexy. Baby. Um 20.14 Uhr müssen wir uns alle auf den Couch setzen. Dann dürfen wir nichts machen, außer aus dem Fernseher zu gucken, bis um 20.15 Uhr. In den Fernsehen. In den Fernseher. Oder bis auf den Fernseher. Auf den Fernseher, bis auf den, unter dem, ja, egal. Ja, durch bis den. Um 20.15 Uhr dann Dirty Dancing anfängt. Und dann muss jeder auf dem Couch sitzen und darf sich nicht bewegen. Genau, sonst gibt's Schläge. Ja. Nein, wir machen jetzt gerade sozusagen noch uns einen gemütlichen Abend und gucken, warte, gucken. Dirty Dancing. Und haben uns gerade etwas zu essen bestellt. Steffi, was hast du jetzt? Bandnudeln mit Brokkoli, ein bisschen gesund, mit Schinken und dicken Käse überbacken in dicker Sahnesoße. Sehr geil. Was haben wir hier? Wie heißen die nochmal? Penne mit Krabben und Sahnesoße. Also das ist übrigens mein Essen. Dann Ahmed hat sich hier noch Mozzarella-Sticks bestellt. Da steht David drauf mit süß-scharfer Soße. Sujuk-Pizza. Sujuk-Pizza mit frischen Tomaten. Sujuk-Pizza mit frischen Tomaten. Und was hast du, Patrick? Einmal. Krabbe, Spinat. Genau, auf jeden Fall. Knofi. Und dann haben wir hier halt noch so Pizzabrötchen und so und halt noch Kräuterbutter. Und Leute. Kannst du mal Dirty Dancing zeigen? Ja. Die geile Song. Darf ich nur ganz kurz zeigen? Die geile Song. Und ich hoffe natürlich auf jeden Fall, dass wir gut durch den Abend kommen. Und okay, ich wollte gerade gucken, ob das Mikrofon an ist. Weil ich es immer vergesse. Und ja, wir machen uns auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Abend und eventuell melden wir uns nochmal nachher. Wir trinken halt jetzt auch heute ein bisschen und so. Und wie gesagt, machen uns halt noch einen schönen Abend zusammen und dann gehen wir gleich auch wieder nach dem Vater zurück. Und ist lustig. Jetzt schon. Genau, jetzt schon auf jeden Fall. Bis später. Tschüss. Hey Leute, wir sind gerade auf dem Weg nach Hause. Hallo! Hi. Richtung Papa. Und wir haben inzwischen nach 5.20 Uhr, sagt der alte Herr. Und ja, wir haben gerade beim Lieferservice bestellt, das war auch schon aber vor 5 Stunden. Ich habe inzwischen wieder Hunger, das Zeug macht ja nicht so satt, wisst ihr bestimmt selber. Hatte einfach nur ein volles Gefühl. Und ja, ich habe jetzt gerade Sodbrennen, ich habe keinen Bock mehr, ich will gerade gerne nach Hause. Also Sodbrennen hatte ich auch, ich habe aber dafür jetzt gerade Natron genommen gehabt. Ich habe leider kein Natron mehr genommen. Ja. Das ist scheiße. Ja, das war's auf jeden Fall von heute, für heute. Ja. Und wir gehen jetzt Richtung Papa und legen uns dann schön hin und schlafen dann gleich. So Leute, das war's dann mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Falls ja, dann gebt uns einen Daumen hoch und schaut unser nächstes Video. Aber welches Video? Welches Video kommt danach? Super, oder? So, das war's jetzt mit dem Video. Wir hoffen auf jeden Fall, das hat euch gefallen. Das waren jetzt erstmal von dem Experiment die Weihnachtsvideos gewesen. Und jetzt folgen aber dann sozusagen demnächst, wir nennen es einfach mal das Berlin-Experiment, weiterverfolgt, also 1, 2 und 3. Die Videos mussten wir leider wirklich halt echt zusammenschneiden, weil es leider ein bisschen zu viele gewesen sind. Ja, genau. Und halt, wie gesagt, mit der Qualität und sowas halt auch nicht so cool gewesen. Und von daher kommen jetzt die nächsten Experimente 1, 2 und 3 in Berlin. Ja. Falls es euch gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und teilt, ganz, ganz fleißig. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch das nächste Mal wieder zu sehen. Und immer dran denken, schön anders bleiben. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.